Das hier mein kleiner Hubschrauber und die Einstellung, die zeige ich gleich mal, die ich gemacht habe. Ich habe das jetzt erstmal so gemacht, dass der nur im Kreis fliegt. So einen kleinen Kreis. Der sollte jetzt auch gleich hier zügig abheben. Genau, das ist das also, wenn der praktisch in einem Kreis fliegt. Das sind dann also so praktisch die Versuche. Wie habe ich das gemacht, dass er sowas macht? Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar habe ich ja hier Einstellungen. Wenn ich auf diese Einstellung hier drücke, das ist die linke, dann ist es so, dass der einen engen Kreis fliegt. Und wenn ich jetzt hier wieder drücke, korrigiere ich das. Und je länger ich hier drauf drücke, je mehr fliegt er dann geradeaus oder einen größeren Kreis. Wenn ich aber nur einen kleinen Kreis fliege, brauche ich also hier nur mit diesem Hebel Gas zu geben. Und die Rotorblätter fangen sich an zu drehen an. Und hiermit kann ich dann nach ein bisschen korrigieren. Das kann man aber später dann machen. Wichtig eigentlich ist erstmal nur, dass man die Höhe hält. Das mache ich also praktisch hiermit. Also ich den also praktisch, wenn ich den nach vorne drücke, geht der Motor hier an. Und je weiter ich nach vorne drücke, je mehr kriegt der Strom. Und die Propeller drehen sich, oder Rotoren sind das ja, drehen sich. Und der steigt eben halt nach oben. Und wenn ich wieder ein bisschen runterlasse, steigt er wieder nach unten. Ich habe das jetzt hier auf dem Tisch. Am besten ist das, man macht das dann auf dem Fußboden und räumt am besten das ganze Wohnzimmer leer. Ich habe natürlich jetzt hier meinen Tisch stehen und meine Lampe und genau, die beiden Couchen stehen und den Schrank. Und da muss ich natürlich aufpassen und deswegen fliegt er auch nur einen kleinen Kreis. Und somit kann ich also praktisch üben und spielen. Ja, geht 6 Minuten lang und je länger ich das mache, je mehr Übung kriege ich dafür. Okay, das war es erstmal von meiner Seite aus und ja, das andere erkläre ich dann nachher nochmal.